and adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Es kamen sehr, sehr lange keine Videos mehr. Deshalb kommt jetzt endlich mal wieder ein Video und dieses Video ist nur dazu da, damit ihr da draußen wisst, was geht mit Foodlovers, was passiert FIFA 21, was sind meine Ziele, was für Content werdet ihr auf welchem Kanal, auf welcher Plattform sehen. Das ist jetzt kein Video mit einem krassen Titel, ich werde das Video fast komplett uncut auch hochladen. Hier geht es einfach nur darum, dass ihr da draußen wisst, was einfach mit Foodlovers passiert, wie es in FIFA 21 weitergeht. FIFA 21 startet übermorgen, da habe ich auf jeden Fall schon mal mega Bock drauf. Und nein Jungs, Foodlovers hört nicht auf, Foodlovers macht keinen Kanal, den er irgendwie dicht macht oder so. Es geht jetzt wieder richtig, richtig los. Zuallererst mal natürlich mein Hauptziel, mein Hauptaccount. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Es ist natürlich mein Instagram-Account, Foodlovers. Mittlerweile über 65.000 Abonnenten haben wir auf diesem Kanal geknackt. Ich bin mega, mega stolz darauf. Arbeite jeden Tag für diesen Kanal und es ist auf jeden Fall mein dickes, dickes Ziel. Das einzige Ziel, das ich hier auch in Zahlen habe, das ist, dass wir auf diesem Kanal in FIFA 21, also auf meinem Foodlovers Instagram-Account, die 100.000 Abonnenten knacken. Es ist ein sehr, sehr großes Ziel. Es sind sehr, sehr viele, ja, Menschen, die diesem Kanal dann folgen würden. Aber es ist auf jeden Fall mein dickes, dickes Ziel und auch das einzige, das ich habe, was man in Zahlen messen kann. Ich werde natürlich zu FIFA 21 wieder eine Road to Glory machen. Ich werde kein Geld reinstecken und ich werde dieses FIFA Ultimate Team grinden ohne Ende, weil es einfach das ist, was mir Spaß macht. Ihr werdet euch fragen, warum kam jetzt lang kein Stream mehr und wo streamst du? Streamst du woanders? Es haben viele Leute schon mitbekommen, es sind schon sehr, sehr viele Leute mit rüber gewechselt. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Ich streame ab FIFA 21, beziehungsweise seit insgesamt jetzt schon über 30 Tagen auf Twitch. YouTube wird deswegen nicht eingestellt, bleibt dran. Ich sag euch gleich, was für ein Content euch auf YouTube erwartet, aber auf Twitch gibt es Livestreams. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 33 Tagen auf Twitch und es war absolut Liebe. Es sind sehr, sehr viele mit euch schon, wahrscheinlich auch viele, die dieses Video gerade sehen, mit rübergekommen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Auch wenn ich das Video auf YouTube hochlade, muss ich einfach sagen, Livestream-technisch ist Twitch deutlich, deutlich besser. Und allein wie viele Leute mir da durchschnittlich schon zuschauen, es ist krank, wie viele Subs wir schon haben, wie viele Leute jeden Stream gucken. Es ist einfach Liebe. Ich würde nicht übertreiben, oder ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir haben einfach schon eine kleine Familie gefunden, die einfach in jedem Stream da ist. Der Chat ist ultra aktiv. Ich wollte euch einfach nur sagen, ich streame jetzt auf Twitch. Was streame ich auf Twitch? Road to Glory. Wir werden die Weekend League durchziehen. Wir werden auch unter der Woche spielen. Wir werden viel Menü-Content haben. Und wir werden Pack Battles. Ich gegen Foodlovers Onkel, gegen den Ehrenonkel und Johnny auch wieder machen. Regelmäßig donnerstags 20.30 Uhr. Es wird regelmäßige Streamtage geben. Jetzt steht schon mal fest, Samstag morgens bis Nachmittag, Sonntagsabend und Donnerstag 20.30 Uhr. Könnt ihr euch direkt schon mal eintragen. Das Ding wird auf jeden Fall so durchgezogen. Montag, Dienstag, Mittwoch wird es dann auch an einem von den Tagen nochmal ein safer Stream geben. Kommt aber drauf an, wie es mit der Uni aktuell alles gerade so läuft. So, jetzt aber, was passiert mit YouTube? YouTube wird es Videos geben. Es hat mir einfach letztes Jahr gezeigt, dass der Aufwand, den ich in ein Video stecke, nicht wirklich das Ganze wert ist. Nicht, dass ihr das Video dann nicht irgendwie, dass es euch nicht gefallen hat oder so. Ich habe sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen und habe auch wirklich, ja, ich bin einfach dankbar an jeden Einzelnen, der meine Videos schaut. Aber die Road to Glory, ja, wie ich sie letztes Jahr versucht habe durchzuziehen, gibt mir einfach unter der Woche keine Zeit, um überhaupt diese Road to Glory zu leben. Ich saß letztes Jahr gefühlt jede Woche von Montag bis Freitag dran, hab Videos geschnitten, hab 10, 20 Stunden an einem Video da gearbeitet, also 10 Stunden an einem Video gearbeitet, dann nochmal am nächsten Tag nochmal ein Video. Das heißt, ich habe neben Uni einfach nur Videos geschnitten, Videos produziert und habe einfach gar nicht gezockt. Auf Twitch ist es jetzt einfach möglich, dass ich einfach alles, was ich für diese Road to Glory gebe, Trading, auch Gameplay, irgendwelche anderen Tipps einfach komplett direkt auf Twitch zu übertragen. Das heißt, ich kann selber zocken, ihr könnt selber dabei zuschauen, ihr könnt von mir lernen, aber ich verliere einfach keine Zeit, dass ich jetzt unter der Woche einfach ewig an einem Video sitze und am Ende schauen sich das, naja, erstmal nicht so viele Leute an und zweitens habe ich selber nichts für meinen Verein getan. Und im Endeffekt ist es mit Twitch, glaube ich, eine ganz geile Lösung, weil diese wichtigen Tipps wie Trading-Tipps, die absolut krass gehen, ja, irgendwelche Glitches, die ich euch letztes Jahr erklärt habe, irgendwelche hilfreichen Videos in jeglichem Sinne, vielleicht auch mal internationale Videos für meinen Hauptaccount auf Instagram, dass auch da die Leute einfach die YouTube-Videos schauen können, wird es geben. Ich denke, am Mittwoch kommt das erste Video in diese Richtung und das werden wir uns auf jeden Fall mal reinziehen. Da werde ich auf jeden Fall auch hier weiter Content bringen, natürlich nicht so oft.
geht jetzt nicht davon aus, dass ich jeden Tag ein Video bringe. Das habe ich auch letztes Jahr nicht. Das geht einfach zeitlich nicht, weil ich Vollzeit studiere einfach. Ich werde auf Twitch sehr, sehr aktiv streamen, auf Instagram sowieso als Hauptgoal jeden Tag Content bringen, jeden Tag Minimum einen Post, 20 Stories. Das wird es geben, da werdet ihr top informiert sein. Und noch ganz wichtig, auf meinem privaten Account auf mr.foodler, was ich werde euch das alles hier immer einblenden, werde ich Stream-Ankündigungen raushauen und auch meine Road to Glory teilen. Das heißt, für diejenigen, die sagen, okay, in den Streams bin ich nicht dabei, gibt es jetzt gar keine Highlight-Videos mehr von der Road to Glory auf YouTube. Nein, Stand jetzt wird es wirklich schwierig, dass es solche Videos gibt, da ich persönlich nicht die Zeit dafür habe und einen Cutter anzustellen, sich einfach nicht lohnt, weil ich da anders heftig Minus machen würde. Ich bin da so ehrlich mit euch, deshalb wird es auf Instagram kostenlos Updates von der Road to Glory geben, Team-Updates, Trading-Tipps und dann on-stream natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mir gerne stellen. Mein Twitch-Kanal ist selbstverständlich hier unten verlinkt und jetzt habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, das ist nur ein Update, damit ihr wisst, wo ist Foodlovers hin, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich bin jetzt auf Twitch, es sind sehr, sehr viele mit rüber. Es bleibt mir einfach auch nur Danke zu sagen. FIFA 20 war geil. Es tut mir auch leid, dass wir jetzt kein Abschiedsvideo mehr haben. Meine Road to Glory ist wieder anders heftig geworden. Das Team habe ich ja auch auf Instagram bereits gepostet. Das ist einfach wieder geisteskrank geworden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei jedem von euch bedanken, der meine Videos geschaut hat, der bei den Livestreams dabei war. Und ich möchte mich auch jetzt schon mal bedanken für jeden, der FIFA 21 den Weg mit mir geht, der mich supportet und der von mir auch hoffentlich ein paar coole Tipps bekommt und vor allem auch gute Unterhaltung, Jungs. Ich würde sagen, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich würde sagen, das war's von dem Video, Jungs. Haut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Start in FIFA 21, Jungs. Es wird ein geiles Jahr. Let's go. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.